Okay. Moin zusammen, wir hüpfen jetzt nach Sunny Meadows. Wir haben heute Zuckerfreitag einen Medium-Map-Marathon gemacht und jetzt kommt die große Map als große Feier. Mal schauen, wo der Breaker ist. Es kann ja alles nur noch besser werden. Ja, bis jetzt lief es ja gut, ne? Oh genau. Nein, der Breaker ist im Garten. Ich hasse den Garten. Oh, das ist blöd. Der Garten ist im... Oh, da habe ich immer so Lags. Oh Mann. Das ist in der Mitte drin immer. Ja, und man kann nicht von der Mitte da rein, man muss von den Seiten da rein. Das ist so nervig. Stimmt allerdings. Also. Wo ist denn hier der Haupteingang? Kannst du mal gar nicht verkartet zeigen, wo der Haupteingang ja, ist? Ja, hier unten. Unten? Das ist das, wo wir immer reinlaufen. Ach so, lieber. Wir bereiten alles vor und sind gleich wieder da. Okay, die Tür wurde angefasst. Ihr bereitet alles vor. Ich mache den Breaker direkt an. Das war auch so. Dino. Was machst du? Der Geist ist immer am Anfang am aktivsten. Und das soll man nicht verpassen. Der Geist wurde jetzt aktiviert. Nein, ich wollte ein bisschen Items mit vorbereiten, dass ich nachher wieder alles finde. Bitte legt sie so hin, dass ich sie finde. Und bitte macht, dass die wichtigsten Items nachher alle da sind. Es dauert eh, bis ich den Breaker anhab. Ja, weil du jetzt die Tür angefasst hast. Alles mir auch schon passiert. Nehmt ihr die Pillen, das ist okay. Ich nehme meine nachher. Okay, so. Wie war das nochmal mit dem Garten? Hier muss man jetzt Left Wall Stretch machen. Left Wall. Und hier müsste er sein. Ja. So. Der Breaker. Zum Glück ist der Weg kurz, Dino. Zum Reinbringen, ne? Ja, bringt bitte die Sachen alle rein. Auch Kerzen, ja, ne? Alles. Alles, was wir brauchen können. Ich finde meinen Weg mal wieder nicht. Ich hasse den Garten. Hat's verlaufen? Ja, ein bisschen. Ich bin wieder drin. Okay. Ich mache hier alle Türen. Ja, es war ein Ambient-Sound. Ich mache hier erstmal alle Türen zu. Ich gehe mal in den ersten Flügel rein. Und horche. Nehmt ihr die Pillen, okay? Ich habe eine Tür gehört. Aber wo? Mama, du musst Pillen nehmen. Hinter mir? Show us, give us a sign. Show us. 1, 2, 3. Warst du das? Ich habe eine zugemacht. Okay. Ich habe eine gehört, definitiv. Warst du das jetzt? Hast du hier ich habe eine zugemacht, ja. Ach so. Boah, das war genau auf mir drauf. Hier fliegt was. Wo denn? Mama, du hast immer noch keine Pillen. Ach so. Nehmt bitte eure Pillen. Ich habe meine jetzt vergessen. Oh, ich bringe die Mädchen mit. Ich bringe da eine Mädchen mit. Okay, ich habe es schon mal auf 2, 3 Räume runtergrenzen können. Ich bringe deine Pillen mit. Habt ihr die Items alle da? Na, fast alle. Nur die EMFs noch, Tino. Nein, die EMF stimmt. Bring du noch eins mit, ein EMF. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Na, definitiv da rechts. Das war, oder war das vor mir? Okay, ich glaube, das ist der Raum, wo das Licht jetzt an ist. Ich mache jetzt volles Risiko. Ich lasse die Kerze vorm Raum stehen. Wir haben alle Items da. So, wenn ihr gleich reinkommt. Der wirft ordentlich. Rechter Flügel. Bringt die Kruzis bitte als erstes mit. Ich mache euch das Licht im Flur an. Ich hoffe, der Breaker knallt nicht. In dem Zwischenflur könnt ihr kein Licht anmachen. Das bringt nichts. Das ist einfach für den Arsch, das Licht. Ich mache euch hier die Lichter an auf dem Weg. Du kannst halt eine da, wo die Kerze steht, ist der Geisterraum. Im rechten Flügel? Ja, rechter Flügel oben. Du musst ohne Licht laufen. Das ist halt toll. Das sehe ich schon wieder nichts. Naja, ist halt irgendwie so. Ach, Kiki, du kennst die Map doch mittlerweile schon. Hast du die Kuzis-Küken? Ich habe die beiden. Dafür habe ich halt schafft ihr es, die richtig hinzulegen? Ja, wohin denn? Ich nehme eine Taschenlampe mit, damit ihr da den einen Flur lang was seht. Weil der eine Flur, der hat Scheißlicht. Wo bist du? Auf der gleichen Folge Etage? Dem Licht nach rechts nachher. Und dann dem Licht folgen. Und dann da, wo die Kerze steht, das ist wahrscheinlich der Geisterraum. Wir müssen das nochmal mit dem Thermo oder mit dem Bewegungssensor checken. Ich gucke jetzt. So, ich habe euch eine Taschenlampe hier gelassen. 17 Grad, das ist der Raum. Dann guck einen oder zwei daneben. Okay.
Dann stell die Kerze dann dahin, wo die Temperaturen passen. Ich habe da auf jeden Fall Zeugs fliegen hören. Ich glaube auch nicht, dass das unten war, weil das war ganz klar, der, wie alles geflogen ist. Oder ist es doch unten? Was? Hier, du guckst mal hier. In dem Zimmer hier. Hino, guck mal hinter dir. Hat sich eins gedreht? Kruzifix gedreht. Da, aber das ist vielleicht der Raum. Check mal den Raum. Ja, das ist aber immer noch der Raum, wo es warm war. Okay, dann guck mal einen Raum nebenan. Guck mal die beiden Räume nebenan. Jetzt hätte hier die Kerze. Ja, ich rufe den die ganze Zeit. Der kommt ja nicht zu mir. Nein, der, das Küken soll mit dem Thermo gucken, sage ich. Ja, meine ich doch. Ich stehe doch hier zwei Räume weiter. Der guckt ja nicht hier rüber. Egal. Mach wieder zu. Ja, ich will. Ich muss wieder machen. 2 Grad, ich hab mal. Okay, welcher ist es? Ich stelle die Kerze davor. Hier, Kiki, hier der Raum ist es. Nee. Tut bitte die Putzis hier rein. Ja. Alle beide? Ja, eins in die Mitte, eins mehr nach vorne. Ja, die Tür. Wir haben keine Fotokamera, ne? Ja, ich kann nicht. Da liegt einer am Anfang des Ganges. Kennt ihr deine Pille? Ach, shit, der Breaker. Komm mal her, nimm mal deine Sanity-Pille. Hier, schmeiß sie hin. Wo? Hier. Oh, ich sehe sie nicht. Küken, bring bitte die Kamera, fotografier die Tür. Ich mach den Breaker wieder an. Die liegt da an der Tür direkt hier. An dem Eingang zum Flügel. Hier an der Tür. Ich hab euch da. Ich mach euch den Breaker an, damit ihr was seht. Hier liegt sie. Kiki, hol bitte den Rest. Bring bitte Bücher rein, wenn es geht. Welche Tür vom Raum? Ja, vielleicht ist es schon zu spät. Lass sie auf jeden Fall an der Tür liegen. Wenn er sie nochmal anfasst, machst du ein Foto. Ja, ich versuche den Breaker so schnell es geht anzumachen. Ist natürlich ein blöder Breaker-Spawn jetzt hier. Da war der im Knast vorhin ein bisschen besser, ey. So, Breaker läuft wieder. Also Jin ist raus. Also was soll ich jetzt machen? Bücher rein. Bücher, okay. Bücher und vielleicht noch eine Kamera, wenn es noch geht, oder eine EMF. Okay, alles klar. Irgendwas. Du meinst Videokamera? Brauchen wir auch ziemlich bald. Du meinst Videokamera, ne? Fotokamera erstmal, okay. Weil der auch viel macht. Also Bücher. Boah, Tino, ich guck mal kurz, ob wir hier in der Nähe ein Versteck haben. Sehen wir. Ja, wir haben hier das Versteck in dem Utility Room. Ich lass da mal das Licht an. So, ich lass meine Verteidigungssachen hier liegen. Brauchst du UV-Licht? Ja, UV-Licht brauchen wir auch. Hab ich gerade auf der Hand, das wäre okay, Küken, wir brauchen die EMFs auf jeden Fall, Videokamera, Buch. Bücher hast du beide? Ja. Okay, du kannst die Tür gleich mal checken da. Ob, ich weiß nicht, ob die Fingerabdrücke noch da sind, wenn welche da sind. Okay. Sensoren sind ja schon drin. Okay, ich nehme ein EMF, ich nehme noch ein EMF und hast du eine Videokamera? Ja. Okay, ich habe noch eine Fotokamera jetzt. Und in der nächsten Tour Salz dann bringen. Ich hab schon selbst. Okay. Also ich springe. Also ist da auch schon verteilt ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Also beim Kruzi da und bei den Büchern so, ne? Ja, ich bring jetzt auch noch mehr mit. Oh. Ein Ghost Highway bauen wir gleich dann hier vor die Tür raus. Ich hoffe, der kommt dann auch darüber, weil hier hat man meistens das Problem, dass die nicht kommen. Die Tür? Keine Fingerabdrücke. Was brauchen wir noch für Items? Salz, noch mehr Salz. Dots. Das war, glaube ich, noch von der Tür. Ja, warte, Küken, ich gehe gleich raus hier. Warte. Dann kannst du die Box probieren. Wo ist das andere EMF? Hier. Warte. Ah, ich will nur eine Kamera nehmen, falls er was macht. Okay, versuch mal. Okay, du bist auch genau auf ihm drauf, weil er gerade da langläuft durch den Sensor. Also, er antwortet nicht, ne? Okay, ich war auch draußen. Wow. 1, 2, 3. Okay, das andere Salz am besten auch noch damit hin. Warte, ich zähle nach. 1, 2, 3, 4. Wir haben die 4 schon. Also, wir müssen auf die anderen 2 noch warten, dass die reinsteppen. Also, der hier und der hier. So, die Kerze wieder anmachen. Hier ist ein EMF. Hier ist er gerade in eins reingelatscht. Habe ich noch eine Kamera hier? Nee, ist nur eine hier, ne? Oder bin ich jetzt blind?
Okay, wenn einer noch eine Kamera hat, noch einmal Salz kann fotografiert werden. Soll ich noch Salz verteilen? Ja, verteil das aber mit bei dem anderen Salz da, dass wir das alles in einem fotografieren können. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Dots. Schreibt er da gerade ins Buch oder so? Oder hat er versucht zu handeln? Er hat, weiß ich nicht. Oder war er an der Tür? Ja, war an der Tür. Die Tür kannst du ja, wenn du willst, fotografieren. Solange das EMF geht. Welchen Fotoapparat hätte man schon machen? Das Versteck ist der eine Raum, wo ich das Licht angelassen habe. Hinter den Kisten, da kannst du den Glowstick hinwerfen. Also der Raum neben dem Flügel sozusagen. Wenn du in den Flügel reingehen würdest, gehst du nicht in den Flügel, sondern eins weiter links. Da ist auch Licht an. Der andere Breaker-Spawn-Raum. Da habe ich Licht angemacht. Okay. Wir brauchen Dots einmal im Raum. Habt ihr schon eine Videokamera reingestellt? Nee, ich noch nicht. Hast du die von dem Raum von innen reingestellt, dass die den Dingens anguckt? Die Tür? Warte, ich gucke jetzt. Sie muss die Tür anschauen. Von innen. Nein, tut sie aber nicht. Von innen hinstellen, dass sie die Tür anschaut, dass sie nach außen schaut. Okay. So. Okay, jetzt am besten einmal kurz alle nach draußen Sanity checken. Kurzis sind noch unberührt, oder? Ich bin jetzt gerade mitten drin. Ja? Die Kurzis sind unberührt, oder? Sind die noch unberührt, Tino? Nein, ja. Wie nein? Da komme ich nämlich nicht. Okay, sorry Leute, jetzt wird es ein bisschen laggy hier draußen. Wenn derjenige ja wieder stirbt, was wieder hinterher hängen. Ich merke das schon. So, wir sind bei 67%, 64%. Ja. Nix, bin ja hart im Leben. Wir brauchen noch einiges mehr an Fotos. Brauchen schlimm. Wir das Parabol? Nee, brauchen wir nicht. Dots habt ihr schon drin? Ja. Dots? Doch, ja, nee, ja. Ja, komm, Kamera. Aber wir haben noch gar keinen Beweis. Habt ihr jetzt einen Dots im Raum und einen vor dem Flügel hingetan? Einen Dots? Vor dem Flügel, ja, mache ich jetzt. Okay, weil das wird unser Ghost Highway dann, weißt du? Okay. Ich bringe euch noch was zum Leuchten mit. Ich habe die gerade nachgeguckt, die Sanity. Du kannst wieder reinkommen. Kann mal einer vom Truck aus die Kamera Cams checken? Mach ich dir nachher. Ich bringe die gleich rein, die Kamera. Ich mache erstmal hier das noch fertig. Ne, da meine ich nicht. Ich habe eine aufgebaut. Ob die okay ist, meine ich. Ja, ich bringe ja jetzt auch noch eine rein zusätzlich, dass wir alles ab... Ich gucke jetzt mal. Ja, die ist gut. So. Ist das so hell genug für euch? Seht ihr so genug? Ja, wo habe ich die eine Kamera jetzt hin? Bin ich jetzt bescheuert? Ich hab die mitgenommen, hier. Ja, ich dachte schon, was ist denn hier jetzt? Stelle die hier hin, oder? Also, wo hast du die eine jetzt hingestellt? Da vor die Ports. Warte, ich muss erstmal da rüber kommen. So, eine ist von außen. Ja. Ja, eine ist von innen. Wie stelle ich die da hin? Ich kann sie selber positionieren, die. Wenn ich sie sehen würde, ist das gerade hier. Achso, da ist sie. Ja. Gut. Tino, bleib mal stehen, mach mal meine Kerze an. Tino! Ja. Ja, zwei, andere Tür. Ist das eine Twinter Action gewesen? Küken, war das eine Twinter Action? Ich bin drin. Ich geh gucken. Ich bin auf dem Weg. Wir müssten dann EMF 5 oder Box kriegen. Dauert leider nur ein bisschen. Warte mal, ich versuch Box nochmal. Wo ist die Box? Ja, ich geh raus. Okay. Ich hab euch alles hingebracht. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Show yourself. Nee, keine Box, definitiv nicht. Ist das jetzt wieder ein scheiß Choreo? Ernsthaft? Ich gucke jetzt nochmal auf den Cam. Ja, warte, ich muss aber draußen sein, weil ein Choreo zeigt sich nur, wenn keiner da ist. Schau mal gerade. Ob sie oder so. Sanity ist bei 62. Ja. Okay, ich habe gerade Kerze auf der Hand. Wir haben keine Orbs. Keine Orbs? Also bis jetzt sehe ich noch keinen. Ich gucke mal mit. Bewegt sich. Ach, du bist mit der Tür. Ja. Ich guck kurz wegen Gorio.
Es gibt auch andere Kameras. Nein, sie positioniert die Kamera anders. Da können wir ja nochmal gucken. Ja, mach du, Tino, drück du mal. Der. Ja. Und? Guck mal noch aus. Goryeo ist eine Katastrophe, wenn das jetzt ein Goryeo ist. Manchmal dauert er doch ein bisschen länger mit den Orbs. Kommen die mal direkt am Anfang? Der kommt schon wieder raus. Ich keinen Beweis. Welchen Beweis haben wir denn bis jetzt? Gar nichts. Ne? Wir brauchen einen Beweis. Warte mal, war da gerade ein Orb? Oder bin ich jetzt bescheuert? Also wir sehen noch keinen. Nee, das ist ein Grafikding, glaube ich. Nee, es ist. Oh, der hat das Buch geschmissen. Ja, hab ich gesehen. Das sah EMF 5 aus. EMF 5? Der Breaker ist wieder aus. War es EMF 5? Nein. Nee, ist EMF 3. Scheiße, wir haben noch keinen Beweis. Okay, ich muss hier langsam raus. Das wird langsam gefährlich hier. Nach den Ja, wir gucken mal. Wir können aber die Dots auch eventuell vom Truck aus sehen, weil ich habe keine einzigen Dots live gesehen. Der Breaker ist wieder aus. Ihr seid beide im Truck, oder? Ja, ja. Okay, ich gehe den Breaker anmachen. Ich habe eine Kerze. Okay, wir gucken wie mal. Wie ist der Sanity-Durchschnitt gerade? Ich gucke mal kurz. Bei 60. Okay, okay. Also haben wir wohl keinen Early Hunter, wie es aussieht. Übrigens, wenn der handeln sollte, der Raum rechts neben dem Geisterraum, da kann man sich hinterm Bett verstecken, falls nachher einer da gefangen ist. Hinterm Bett, ja? Ja, rechts daneben der Raum. Da ist so ein umgekipptes Bett, da kann man sich hinter verstecken. Okay, also der Breaker ist oft ausgemacht worden, es friert aber nicht. Das heißt, es ist definitiv kein Hantu. Es ist kein Wraith, er ist ins Salz getreten. Es ist kein Djinn, weil der Breaker so oft ausgemacht wurde. Ich habe nichts auf der Spirit Box bekommen. Ich kann das nachher nochmal testen. Also denke ich auch mal nicht, dass das die Ochen oder Dingen sind. Wraith auch nicht, ne? Nee, Wraith ist es nicht, weil der ins Salz gelatscht ist. Tja. Seht ihr irgendwelche Dots? Nein. Aber es ist auch gerade sehr hell im Raum. Ist Licht an oder was? Warte, ich mach's kurz aus. Ja, das ist ein Problem. Aber der Geist hat das dann wahrscheinlich auch. Das sind keine Dots. Keine Orbs oder Dots. Schwer. Ich kann den vielleicht mal smudgen. Oh, ich glaube, ich habe auf Freezing. Ja, ich habe auf Freezing. Bestätigt. Einen Orb, sonst haben wir nichts. Ne? Ich habe keine Fingerabdrücke, kein Freezing, keine Box. Also es ist richtig, kein Mimic. Ein Orb. Nee. Okay. Ein Banshee, Orb. Revenant, Mathay. Haben wir noch einen Bewegungssensor? Warte, hier mit dem Truck. Ich sehe hier drei. Ah ja, ich weiß, wo einer ist. Kann einer bitte das Parabol mitbringen? Habt ihr noch eine Fotokamera irgendwo parat? Ich bring Parabol mit. Weil hier die. Ah, ich habe eine gefunden. Okay, ich bring die mit, die Kamera. Ich komme jetzt mit Parabol, ja? Ja, aber nicht in den Flügel kommen. Wir setzen uns jetzt hier. Dino auch? Hinter den Sensor. Ich habe hier einen Sensor hingemacht. Ich sag das schon von der Hand. Sieht ja eigentlich auch so. Wir waren bei 60, oder? Jetzt seid ihr, ja, jetzt seid ihr bei 56. Ich glaube nicht, dass es ein Meer ist. Obacke ist raus, weil wir keine Fingis haben. Es ist, glaube ich, auch wirklich kein Meer, weil ich habe ja das Licht angemacht mal. Jetzt lass mir mal die Kerze anmachen, bitte. Danke. Wo ist deine Kerze? Hier. Ja. Danke. So, halt das. Tu die Kerze hinstellen, halt das Parabol hin. Wir gucken. Halt das einfach in den Gang in die Richtung. Wir gucken, ob er hier hinkommt, wegen Banshee. Halt das einfach da in die Richtung, vielleicht minimal nach links, also in die Mitte vom Gang, minimal nach links richten. Küken ist ein Kruzifix verbraucht worden. Müsstest du auf der Kamera sehen. Kiki, nicht so nah ran, du kannst auch ruhig nicht den Sensor triggern. Also einfach in die Mitte vom Gang ziehen und minimal nach links, dann müsstest du den Geist treffen. Ich hätte das Kruzifix gesehen, aber jetzt ist die Tür irgendwie... Da ist eine Kamera im Raum. Da sind noch zwei weitere im Raum. Ja, aber switch mal auf die durch, dann siehst du es auch, wenn die benutzt werden. Meine Grafik ist... Weißt du, was ich dann selber nachgucken? Nee, Kruzifix wurde noch nicht benutzt, weil die Aufgabe noch nicht erledigt ist. Küken, ist die Tür komplett zu? Nein, die war noch... Die Tür musst du beobachten, weil Jurei ist noch auf der Liste. Beobachte die, ob er die in einem Zug mal zuknallen sollte. Deshalb habe ich ja gesagt, eine Kamera von innen auf die Tür richten. Ja. Kiki, du beobachtest den Sensor, ne? Dass er, ob er rüberkommt. Ja. Wenn er nicht da durchlatscht, dann ist es. Ist die Tür jetzt zugeknallt? Nein. Der ist nur angepackt, aber nicht richtig zugeknallt oder aufgeknallt. Okay, warte, ich lasse die Kamera kurz da liegen. Ich nehme mal einen Smudge mit. Ich werde den mal smudgen und dann beobachten wir mal, ob der im Raum bleibt. Wie hoch ist die Sanity gerade? Ich gucke. Kiki, ich gehe kurz rein, beobachte den Sensor. Ach, ihr seid ein Hunting-Mensch.
Wenn der jetzt, doch nicht. Wenn der jetzt vor mir spawnt, gut in Acht. Also kein Early Hunter wahrscheinlich. Oh, gerade gehuntet. Küken, Sanity, wie hoch? Ja, 52, 52. Okay, ne, Parabola mehr. Ich glaube kein Early Hunter. Ich smatch den jetzt. Küken, beobachte bitte, ob er rausgeht aus dem Raum. Was soll ich machen? Ich fummel jetzt an der Tür rum. Kiki, du hältst weiter mit dem Parabol drauf und guckst, ob du was siehst. Guck mal, Küken, wenn ich die Kamera so hinstelle, siehst du da die Kruzis und sowas? Und die Tür? Nee. Weiter kann ich sie leider nicht zurückstellen. Ja, ich sehe es nicht. Okay, wie es aussieht, geht er noch nicht raus. Das ist ein Event. Scheiße, ich habe meine Kamera nicht hier. Oh. Ich habe die eben liegen gelassen. Ich sehe die Geister. Ach, da steht sie hinterm Bett. Die stand da in der Ecke. Aber die sagt nichts in Parabol, nix. Schmeckt zwar ein bisschen aus, wenn die Hand, wenn der Event ist, aber. Ja, es geht ja. Dabei geht es nur um den Banshee-Schrei. Ach so. Wir gucken nach dem Banshee-Schrei. Okay. Ihr seid jetzt eigentlich ein Hunting. Ja, die hat ja auch gerade versucht, einmal zu hunten. Ja, stimmt, die hat ja schon gehabt. Wir brauchen noch Foto vom Geist. Genau, und jetzt hat sie sich gerade gezeigt und ich habe die Kamera hier liegen gelassen. Küken, die Tür? Ist die zugeknallt worden? Okay. Okay, Küken, du kommst rein, du musst beim Foto gleich helfen. Okay. Ist da wieder ein Kruzi verbraucht worden? Ich hole mal einen Kruzi da raus, um unser Versteck abzusichern. Wenn ich das jetzt überlebe. Das haben wir jetzt. Komm mal rein. Ja, komm rein. Die Tür ist also nicht verdächtig, ne? Okay. Also ich glaube, der macht den Banshee-Schrei. Ich glaube auch nicht, dass es ein Banshee ist. Der ist nicht zu dir gekommen durch den Sensoren, oder? Nein. Okay, dann lass das Parabol liegen. Ich sichere hier den Raum mal ab für uns. So. Okay, Küken, du bist da? Ja. Wir haben hier einen Ghost Highway, da liegt eine Kamera. Guck mal, hier, ja. Nimm die mal. Wir werden hier auf den Geist warten. Du versuchst von hier das Foto zu machen und wir verstecken uns da hinter dem Dingens hier und hinter den Kisten, wo der Glowstick liegt. Ein Smudge musste ich jetzt leider schon raushauen, weil ich den Yuri testen wollte. Das heißt, wir haben jetzt nur 3 Smudgies noch. Ich hab nichts Leuchtbares in der Hand, ja nichts. Wenn ihr Bescheid wisst, ich bin dann im Dunkeln, ne? Ja, da ist es ja jetzt nicht so dunkel. Ne, ich meine jetzt, wenn der Ding ins Haus macht, ist klar. Der huntet, okay. Ja, jetzt gucken wir mal, ob der überhaupt hier hinkommt. Da ist ein Sensor in der Tür, das heißt, du wirst es sehen, bevor er hier rauskommt. Wo ist der? Ich höre nichts. Der ist in die andere Richtung. Der kommt wahrscheinlich. Hört ihr was? Nö. Ich hab sogar meine Kamera in der Hand. Ich höre gar nichts. Das ist ein Yokai oder so. Ich höre überhaupt nichts. Wo läuft der hin? Kamera an der Hand. Ja, er kommt. Warte. Hey! Hey! Ghosty! Hello! Ghosty! Hey! Ich glaube, er kommt. Ich habe Schritte gehört. Hey! Echt jetzt? Das ist doch nicht dem sein Ernst. Ist das ein scheiß Yokai? Ich glaube schon. Ich habe ihn ja nicht gesmatcht, das heißt. Ich mache mal kurz die Lichter wieder an. Echt jetzt? Wie kann die da ein Event machen? Füg mal ein Foto bitte. Mach bitte ein Foto. Nimm einfach, fotografier irgendwas, vielleicht erwischst du sie. Hat gezählt, perfekt, super. Geht ins Versteck, geht zum Kruzifix, falls sie da jetzt huntet. Bleib einfach im Versteck noch, ne? Tu die Kamera ruhig weg. Jetzt müssen wir nur noch den Geist rausfinden. Ich denke, es ist ein... What the fuck? Oh, die hat von hier versucht zu handeln. Guck mal, gut, dass ich das kurz hier hingetan habe. Kiki, das gleiche Spiel wie letztens mit dem Yokai, weißt du noch? Ja. Der hat genau die gleiche Show abgezogen. Der hat hier ein Event gemacht. Stimmt, ja. Benimmt sich wie so ein Rave, obwohl es keiner mehr sein kann. Die Tür hat sie aber weit jetzt aufgerissen, ja. Die handelt jetzt wieder bestimmt vor meiner Nase. Gehst du mal zurück in deinen Raum? Ja. Sicherheitssmatch. Ich finde meinen Smudge nicht. Ja, die ist langsam.
Die hat die Tür aufgerissen hier. Also, Vorsicht, die hat den Raum aufgerissen. Das ist ein Rev. Ich glaube, das ist ein Rev. Kann man Rev nicht sagen. Ich teste das gleich, warte. Deshalb hat sie so lange gebraucht. Hey! Hey! Justi! Hey! Jetzt ist sie zu weit weg. Hallo! Justi! Justi! Hallo! Wo ist die denn jetzt hin? Hört ihr sie noch? Hey, hey, Ghosty! Hallo! Hallo! Hey! Hallo! Hey! Ghosty! Hey! Hier! Jetzt hat sie wieder aufgehört. Noch einen Versuch, glaube ich. Also würde ich sagen. Ich muss überall die Lichter anmachen, dass ich sehe, wo sie dann herkommt. Okay, ist gut, dass es ein Rev ist, weil... Ach, scheiß auf das Licht da hinten. Ich mache lieber das hier im Flur an. Wenn ich es finde. Ist, glaube ich, hier bei der Tür in der Nähe. Ja. Okay. Ich will einmal nur, dass die mal beschleunigt. So, ihr seid ja da sicher im Versteck. Ja. Du machst ja nur Driss. Komm mal raus. Okay. Nee, ich will noch kurz warten. Ich will sie einmal smudgen. Und ich will sie einmal flitzen hören. Ein Revenant ist lustig, wenn die flitzen. Deshalb ist die auch jetzt beim ersten Hand nicht hergekommen, weil die ist in die andere Richtung gelaufen und die sind ja so langsam, wenn sie kein Ziel haben. Deshalb hat die so ewig gebraucht. Weil wir spielen ja wieder mit allem Beweis, ne? Ja, ja, wir haben okay. Ja die Orbis. Okay. Hey, hey, hier, hello, hello, Ghosty, Ghosty, hello, hello, hier, 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 hey. Hey, Ghosty, Ghosty, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, hello, hello, Ghosty, 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 hello, this way, this way, this way, this way, this way, here, 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 hello. Hallo? Hallo? Wow! Tatze dich! Ja. Warte, sie sieht mich nicht. Oh, der hat von oben im Real geschmissen. Sie ist hier, aber sie ist langsam. Sie ist langsam. Das heißt, sie hat keinen gewittert. Sie war zwar hier drin, aber sie hat keinen gewittert. Sie war aber sauer. Es war das kleine Kind. Warum hat die erst Gas gegeben, als sie mich gesehen hat? Sie hätte schon Gas geben müssen, als sie mich gehört hat. Da ist, glaube ich, irgendwas nicht ganz so richtig. Okay, jetzt haben wir genug Zeit, weil ich sie gesmatscht habe zum Ende des Hans. Also können wir gemütlich ausmarschieren. Sicher? Ja, wir haben jetzt genug Zeit. Okay. Wie komme ich jetzt raus? Jetzt muss ich gucken. Wo bin ich hergekommen? Ich bin jetzt durch diese Einfach ganzen... dem Licht folgen. Wo bist du denn wieder? Ich dachte, du bist direkt hinter mir. Nein, nein. Ich weiß gar nicht. Wo bist du denn? Ich bin im Garten, Tür. Nein, bloß nicht. Geh zurück. So. Oh nein, jetzt stirbst du bei dem Weg nach draußen. Ist das dein Ernst? Lauf zum Dotz. Zum Dotz? Ja, zum Dotz. Genau, und beim Dotz gehst du rechts. Ach so. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Weil links ist der Geist. Ja, ich war ein bisschen irritiert, weil das so lange... Und dann Licht. Einfach dem Licht folgen. Weil ich so lange mit dem Geister beschäftigt war, ja. Ah, ich wollte schon gerade sagen, es ist ein Perfect Game, aber wir haben den Knochen ja nicht. Den könnte man theoretisch suchen in den anderen Flügeln, die nicht, wo der Geist nicht ist. Weil ein Revenant braucht ewig, um durch das Gebäude zu laufen, wenn er keinen sieht. Ja, aber nee, lass mal. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Komm, Kiki, komm mit. Deshalb bin ich reingekommen. Ich wusste es, dass das passiert. Komm mit. Ein Glück, dass du da geblieben bist. Mach die Lampe aus. Wir gucken mal, ob hier das Versteck ist. Ja, Glück gehabt. Hier rein, da in das Versteck hier. Hier rein. Wo bist du? Der Geist kommt. Wo ist die? Ja, versteck dich da. Ich warte hier an der Tür auf den Geist. Okay.
Oh, ich habe mir schon gedacht, dass das passiert, weil du wieder mal so lange gebraucht hast. Ich wäre doch tot gewesen. Alles wie die Gigi versucht hat rauszugehen und die Tür sie so weggedrückt hat. Ich habe mich erschreckt. Immer vor der Nase die Tür zu. So Glück habe ich immer nur. Da siehst du es, der Geist schafft es noch nicht mal bis hierhin. Theoretisch könnte man den Knochen zumindest auf der linken Seite des Gebäudes absuchen. Ohne Probleme. Hörst du, wie langsam sie ist? Jetzt ist sie erst wieder bei ihrem Raum angekommen, weil du die EMFs hörst. Glowstick macht ja nichts, ne? Nee, der Glowstick, der lockt ihn nicht an. Okay, ist vorbei. Sicher? Ja. Wo soll ich jetzt hin? Nach außen. Ja, aus dem Raum raus und dann links. Aber jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit wie vorhin. Jetzt haben wir nur 25 Sekunden. Wie jetzt? Ja, weil ich hier ja nicht gesmatcht habe. Mach Tür auf. Ja, Tür ist auf. Ja, los, jetzt raus mit dir. Es reicht langsam genug hier rumgegammelt. Oh, ey, ohne dich wäre ich jetzt tot gewesen. Nee, du hättest einfach in diesen Raum laufen können und dich da verstecken können. Ich hätte das doch nicht gewusst. Ja, den Raum habe ich dir schon so oft gezeigt. Oh mein Gott, danke schön. Sehr nett von dir. Also, Revenant ist bei jedem eingetragen? Ja. Okay. Ja, und da wäre ich tot. Ich wollte es auch außerdem einmal testen, ob das ein Rev ist, weil es hätte ja auch ein Fae sein können, der gealtert ist, weil wir die ganze Zeit immer da waren, weißt du? Hätte ja auch sein können, der wäre nämlich nicht so schnell geworden. Meine Güte. Aber der Revenant war ein bisschen kaputt. Der hätte schon loslegen müssen, als er mich gehört hat. Das war ein bisschen komisch. Die hat erst losgelegt, als sie da rauskam und mich gesehen hat. Das war ein bisschen... Vielleicht war es auch ein dummer Zufall. Keine Ahnung. Der Knochen war im Klassenraum. Das wäre auf der linken Seite vom Gebäude gewesen. Hätten wir finden können, ja. Aber ja. Hauptsache alle leben und wir haben den Geist. Erfolgreiche Runde. Medium-Map-Marathon komplett abgeschlossen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.